So, beschränk dich ebenfalls auf hier. Dann haben wir jetzt hier noch eine Möglichkeit, an Eisen ran zu, an Stahl ranzukommen zwischendurch. Aber auch alles, ne? Manuell abholen. Obwohl, ich könnte dich zu einer Gib mir Kiste machen. Ein. Da. Du bist da nicht im Einzugsgebiet. Aber sonst könnte ich es halt anfordern. Kann ich dir sagen, gib mir ganz viel komisches Zeug. Gib mir 100 Stahl durchgehend und gib mir 200 grüne Chips und Eisen und Kupfer und sonst weiß ich gar nicht. Eisenzahnräder vielleicht noch. Da. So. Jetzt laufen die drei Logistikbots los und versuchen das mir zu geben. In einer phänomenalen Geschwindigkeit. Und werde mich dementsprechend niemals einholen können. Schon ein bisschen frustrierend für die, oder? So, die nächste rote Kiste. Machen wir hier oben die, ne? Obwohl, das sind schon gelbe Kisten. Das heißt, auf die müsste zugegriffen werden können. Jo. Ich sollte die jetzt höher einstellen, ne? Mach mal unter. Ja, 600 ist okay. Du auch. So. Weil ich ja festgestellt habe, wir haben jetzt genug Kupfer und Eisen hier, deswegen wäre es albern, wenn wir es einfach durchgehen auf den Fließbänder verrotten lassen. Oh, das war die erste Eisenlieferung. Sehr schön. Gleich ein Achievement für die Roboter. Treuer Supporter. Über 45. Ich hadere gerade. Würde ich jetzt lieber erstmal das Roboport-Netzwerk aufbauen oder ein paar Kisten bauen, um noch mehr zu automatisieren? Aber das bringt nichts bei den 4-5 Logistikrobotern, die wir haben. Ist zwar ganz putzig anzuschauen, wie der eine jetzt hier sich abmüht und Stahlträger hin und her hieft. Das haut nicht so wirklich hin. Wir können 20 Stück bauen. Es hängt an den Frames und die Frames brauchen was? Rote Engines und Batterien. Batterien hatte ich eigentlich dafür gesorgt, dass es eine Weile gebaut werden kann. Bei roten Engines bin ich mir nicht so sicher. Die waren ja auch hier irgendwo, ne? Bei den ganzen Flüssigkeitssachen. Ja, da. Also gucken wir mal, ob wir genug Batterien haben und genug Engines. Wenn ja, dann baue ich einfach ein paar Roboter. Was fehlt dir? Eisenplatten. Ja, dann tue ich doch einfach mal hier eine Kiste dahin, die dann Eisen reinschmeißt. So. Damit auch fleißig immer weiter Batterien hergestellt werden können. Gut, das war die eine Sache. Und dir fehlt bestimmt auch irgendwas Metalliges, oder? Stahl. Hey. Ja, nee, die 71 roten Engines sollten erstmal reichen. Meinen Stahl brauche ich gerade für andere Sachen. Gib her. Das müsste alles runter. Nee. Ich habe mir kurz überlegt, das Inventar leer zu machen und nackig einmal komplett Eisen runter zu tragen, aber die Fließbänder stauen sich jetzt schon, das macht keinen Sinn. Ihr seid fast voll mit Zeug. Hier kann ein bisschen unseren Kupfer ran. So. Hier ist keine Sniper-Muni, das ist okay. Strom ist leer, kommt nicht hinterher. Weil ich noch mehr Smelter aktiv habe, das ja, lässt sich leider nicht ändern. Also lässt sich schon, aber will ich nicht. Ich will einen riesen Puffer haben. Kistenweise Eisen und Kupfer. Hey, ich glaube, ich nutze die Zeit und zerstöre die alte Basis. Sonst wüsste ich nicht, was ich tun könnte. Also ja, ich könnte Basen zerstören, aber nachts Basen angreifen ist nicht so wirklich spaßig. Wobei da auch übrigens der Vorschlag kam, dass jetzt nicht mehr die Königin zurück zur Basis locken soll, sondern einfach 4-5 Türme mitnehmen und so eine Art Erschießungsstand vor den Basen aufbauen, um die Königin zu knacken. Was allerdings schon fast den Beigeschmack von Tower Crawling hat. Aber ob ich jetzt sie zur Basis locke und wieder zurücklaufe oder den Turm hinstelle und das da dann mache, ist auch nicht wirklich ein großer Unterschied. Also ich könnte mal gucken, wie viele Türme habe ich dabei. 5 Sniper-Türme, dann bräuchte ich nur entsprechend Sniper-Munition. Und dann könnte ich zwischendurch 1-2 Basen knacken, um noch mehr Griner zu bauen. Bräuchte ich allerdings auch die ganze Napalm-Munition wieder. Dafür kannst du das haben. Und noch
das einmal auffüllen und die Raketen. Bei den Raketen wurde übrigens vorgeschlagen, dass ich ja nicht unbedingt die Munition nehmen sollte, sondern vielleicht die Kryo-Munition, um die Königin dann noch mehr zu verlangsamen. Ja, ja, weiß ehrlich gesagt nicht. Weil, dann ist sie halt langsam, dann hat sie immer noch keinen Schaden bekommen oder nicht so viel Schaden. Nee. Gut, ich brauche, oh warte. Brauche allerdings auch noch Platz für Sniper-Munition. Ganz viel Sniper-Munition. Du kannst mal raus. So. Da kommt was. Nicht viel. Ich klaue mir lieber hier was. Kein Metall klauen. Das bleibt nur alles voll. Ja, es sollte reichen für eine Königin. So, wo räumen wir auf? Ich würde sagen, die Basis da ist ganz schön groß. Aber ich glaube, ich war zu groß. Könnte sogar mehrere Königinnen haben. Nicht nur das kleine Ding da mal. Könnten wir theoretisch im Westen auch zumachen, was Mauern angeht. Allerdings habe ich gerade keinen Platz, auch noch Mauern mitzunehmen. Kommt den anderen mal. Random Sachen kaputt hauen ist auch okay. Warte mal, baut mal hier eine Holzkiste kurz hin. Lass das da. Das da. Dann schnappe ich mir nämlich hier noch ein bisschen was von den Steinziegeln da. Aber nur weil ich hier was sehe. Achso, man soll auch die Größe von dem Paint-Tool hier verändern können, wurde geschrieben. Allerdings weiß ich nicht mehr. Was? Es war Shift. Allerdings weiß ich nicht mehr wie. Aber so läuft mich dieses auch nicht, weil ich kann ja einfach gedrückt halten und ich kann ziehen. Das haut ja schon hin. Und sieht langsam ordentlich aus. Also der Stein passt absolut nicht rein. Sehr schön. Also die Animation ist cool. Du. So. Genug Straße gebaut, ich will das Tageslicht ausnutzen. Nicht, dass gleich wieder Dunkelheit einbricht. Wie viele Mauern habe ich dabei? Na, echt nur 49. Ja, also das hier einmal links rüber verziehen, wäre ganz schick. Dann haben wir auch dieses komische Illyrium Order drin. Das Ding sollte ich... Oh, warte mal. Das Ding zerstöre ich jetzt mal. Einfach nur für den Fall, dass der Feind dadurch durchgeht, irgendwelche Ressourcen bekommt, die er nicht bekommen sollte. Du hältst viel zu viel aus. Hast du das schon mal erwähnt? Nö. Kriegt der Feind halt Ressourcen, ist mir egal. Ich will ja jetzt nicht 30 Magazine von meinem Flammenwerfer verbrauchen. Wo ist der Feind? Da ist der Feind. Bau auf. Erschießungskommando. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Fertig. Gut. So, Königin. Habt ihr was für dich? Düdeldü. Ist schneller als gedacht. Was? Nein. Split. Ich muss noch an der Feinausführung arbeiten. Also zum einen soll ich vielleicht doch keine Sniper-Türme nehmen, sondern Gatling-Türme, weil die Königin kommt auf jeden Fall ran. Dann vielleicht eine Mauer drumherum setzen, damit die Königin das nicht gleich mit zwei, drei Schlägen wegfrisst. Und ich sollte nicht unbedingt meinen Flammenwerfer direkt auf meinen Türmen halten, sondern eher die Präzisions-Gatling-Gun nutzen oder irgendwas ähnliches. Nam, nam, nam. Na gut, ein Nest ist gleich weg. Bringt allerdings leider nur ein einziges Alien-Attrakt. Das heißt, wir hätten dann vier und wir brauchen fünf für einen Grinder. Das ist echt harte Arbeit, daran zu kommen. Aber ich denke mal später, wenn wir die erste Power-Rüstung haben mit Schilden und Laufmodulen und was weiß ich, werden wir auch wesentlich schneller mehr Basen zerstören können. Und vor allem auch die größeren Basen, die mehr Gebäude haben, die wir mehr hier noch bringen. Und so dann irgendwann die ganzen Grinder rankommen, die wir brauchen. Weil es ist ja auch nur eine endliche Anzahl an Grindern, die wir brauchen. Ich denke mal so 12. 12 wäre echt schick. Denn sollten wir unsere Basis einigermaßen versorgen können. Ich laufe jetzt allerdings nicht im Dunkeln zu der Basis nach da unten.
Die sieht mir zu groß aus. Was seid ihr für Türme? Ja, Gun-Turrets, für die ich keine Munition dabei habe. Nö, das war's dann erstmal schon für Töten für diese Folge. Muss ja auch nicht mal so viel sein. Das heißt, ich hole jetzt schön meinen Stahl ab. Da sollte sich ja inzwischen ein bisschen was angesammelt haben. Und baue Roboports, um die Abdeckung besser zu haben. Damit solche Sachen hier auch nicht auftreten. Ist jetzt nicht viel, aber wenn noch öfter so eine Kamikaze-Angriffe kommen, dann ist irgendwann ein Loch an der Wand. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die KI, wenn sie merkt, dass da ein Loch an der Wand ist, genau da die Viecher hinschickt. Weil theoretisch könnte man per Pathfinding ja einen Weg finden. Also die KI. Die guckt einfach, ich bin jetzt hier vor der Mauer und ich will dahinter. Wo müsste ich lang gehen, ohne etwas zu zerstören, um dahin zu kommen? Und dann findet es halt so die Lücke. Das wäre schick. Das wäre garstig, aber das wäre schick. So. Wo war der Stahl? Stahl war hier unten gleich bei dem Abzwackteil. Richtig, hier war der eine. 36 Stück. Ist ein Anfang. Reicht noch nicht mal für einen Roboport, aber ist ein Anfang. Und du hast 50. Viel besser. Bau zwei Roboports. So, wo sind wir bisher mit Roboports? Bis hier. Das heißt, der nächste wäre hier irgendwo. Dann hätten wir schon mal... Ja, hier die Sache abgedeckt. Dann kommt hier einer hin und auf der Höhe hier hinten auch noch einer hin. Das heißt, die Lavalampe wäre theoretisch drin, was total albern ist, weil genau die Lavalampe braucht ja eigentlich gar keine Kisten. Deswegen haben wir eine Lavalampe gebaut. Aber ich kann die Zwischenprodukte wenigstens abknapsen. Wie zum Beispiel hier die grünen Ärmchen, die müssten bisher nicht drin sein, richtig. So, also von hier so dahin. Ist die richtige Höhe? Ja. Und dann machen wir wieder so ein Nikolaushaus hier oben hin. Einfach schräges Nikolaushaus. So. Direkt in diesen kleinen Tümpel da, wozu auch immer der da ist. Ich glaube, den mache ich mal zu, der stört mich. Blub. Weg. Gott. Hier ist nichts Wasserähnliches. Nee. Weg, weg. Und mit dem letzten Du. Gut. Löcher stopfen. Schön. Also auch das hätten wir jetzt abgedeckt. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Also ich kann leider nicht weiter rausscrollen. Aber die gesamte Nordostecke, also fast die Hälfte der Basis, ist schon mit Roboports abgedeckt. Das heißt, so groß ist unsere Basis gar nicht mehr. Wenn man das dann mit der letzten Basis vergleicht, ist das echt noch ein kleiner Kindergarten. Aber wie bereits erwähnt, wir brauchen halt auch nicht so viel Platz, wie wir damals gebraucht haben, weil es nicht so viele Sachen gibt, die man bauen könnte. Okay, aber da machen wir Stahl. Sieht Strom jetzt aus? Immer noch mies. Ja, die Roboports brauchen ja auch richtig Strom. Oh oh. Warum habt ihr keine Kohle? Schnell noch mehr Kohle ab. Das muss kurz ein wenig umgebaut werden hier. So. Kohle, Kohle, Kohle. Ich könnte dich noch ein Feld hochsetzen. Passt hier noch ein zweites hin. So. Allerdings arbeiten die Drills gerade nicht mit maximaler Geschwindigkeit. Das heißt, es kommt nicht mehr Kohle rum. Und da nicht mehr Kohle rumkommt, ist kein Strom mehr da, um die Drills wieder zu befeuern. Und ich habe auch nirgendwo einen Kohlepuffer, den ich einfach so abzwacken könnte. Weil die Kisten sind halt leer. Oh, ist schon weg. So. Ja. Ja. Das heißt, ich müsste theoretisch jetzt alle Roboports kurz mal ausmachen. Was ich nicht kann, glaube ich. Oh, Präzisions-Gatling-Gun. Im Einsatz. Oder ich schmeiß einfach sowas rein. Weil dadurch haben wir wieder mehr Strom, dadurch haben wir wieder mehr Kohle und durch mehr Kohle haben wir wieder mehr Strom und dann klappt das alles. Von Hand stabilisiert dann. Jetzt gehen wir darum. Nein, nicht abbauen. So. Nimm.
und das hält ein bisschen. So. Trotzdem nicht schön. Ist gar nicht schön. Das mal hier weg. Und schmeiß das dann auf das Fließband. Nicht die. Echt die rosa Pommelwommel. Was ist da drauf? Okay. Also ich denke nicht, dass das so schnell mit den Solarpanels ausgeglichen werden kann. Ich müsste also irgendwo nochmal so ein Ding bauen, was echt hässlich aussieht. Aber ich, hier soll wird sich anbieten. Dann mache ich hier noch so eine Viererreihe. Und wenn nicht, wann dann? Was? Wenn ich jetzt wandern? Also, fangen wir einfach hier an. Das war... Ich brauche wieder Rohr.